gerade nochmal so geglänzt. So, wir haben immer noch die nassen Schwamm. Ja. Was zur Hölle? Was zur Hölle machen wir mit dem nassen Schwamm? Oh, warte mal, hier, guck mal. Hier ist eine Aktion, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Wenn uns hier ständig angezeigt wird, siehst du das? Das Ausrufezeichen. Ja. Genau. Ja. Dann probieren wir mal hier erstmal unser Glück. Mal sauber machen oder was? Mama, da hat den Lichtschalter, weil ein Lichtschalter, der glänzt, der rechts. Der glänzt? Der macht ab und zu mal. Heute hat Licht nie ausschalten, okay. Muss er nicht ausschalten. Okay, warum können wir hier noch einen Platz? Brauche ich. Ah, nicht. Warte mal, hier war doch. Wir haben das Seil. Und jetzt haben wir einen Besen. Damit machen wir die Spinnenweben weg. Ah, pass auf. Ah, okay. Okay. Einmal durchfeulen, bitte. Der Schraubenzieher. Da ist er. Der Schraubenzieher. Schön, schön, schön. Und damit gehen wir jetzt mal hoch. Damit gehen wir jetzt mal hoch. Hier. Und gucken uns mal hier das Gitter an. Scheint nicht zu funktionieren. Oh, ein Schraubenschlüssel. Ach, okay, alles klar. Ach, da brauchst du das Ding aus der Uhr. Richtig. Denn ab in El Wohnzimmer. Was? Ja, ist ein Schlitzsache, ist kein Kreuz. Ach. Okay, wir haben hier noch zwei Sachen, wo wir was machen können. Ach, hier unten an der Tür war doch mit Schraubenzieher bei dem Schloss. Ja, yeah, nice, stimmt. Benny, super. Ja, hab mir mal was gemerkt. Klick. And the door is open. Hier ist noch ein Puzzle. Und ah, guck mal, wir haben ja schon. Ah, wir haben ja noch dieses eine Puzzleteil, stimmt. Das Fragment. So, ne? Und erstmal. Du kennst. Ach du Scheiße. Ist natürlich fies dadurch, dass die Kanten hoch alle unten abgerissen sind. Das ist ja immerhin. Na gut, aber in der Ecke hätten wir schon mal da unten. Genau. Das ist schon mal gut. So, dann nehmen wir das hier mal so alles so ein bisschen mal weg. Na, dann musst du wahrscheinlich das oben das Ding da nehmen, das Große. Oder das? Nein. Das ist. Also, du hast richtig, das eine. Das ist ja, was du gerade hattest. Also, das und das andere kommt links in die Ecke. So. So. Doch, ja. So. Ja. Nicer. So, was ist das für ein Märchen? Schneeflittchen. Also. Oh, schön. So. Und? Wabam. Biggidi-Buggidi-Boo. Biggidi-Buggidi-Boo. Oh, guck mal hier. Heckenschere. Und was jetzt? Was soll das? Warum haben wir das jetzt gemacht? Wo ist das? Was ist das für ein Quatsch? Was? Warum haben wir jetzt das? Was ist das hier? Brennspiritus? Feuerzeugbenzin. Warum haben wir jetzt... Warum? Ja, ich verstehe gerade auch nicht so richtig irgendwie, warum man jetzt immer noch weiter irgendwas wegräumen kann. Aber gut, okay. Mit dem Bild habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat uns jetzt gebracht, diese zu lösen? Irgendwie? Keine Ahnung. Baby. Oh, ein Brunnen. Vielleicht können wir bei dem Brunnen nochmal feucht durchwischen. So, ich hatte fast vergessen, wo ich bin. Die Bäume, die sich im Wind hin und her bewegen, haben eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Ich frage mich, wie Menschen so sorglos leben können und ihr Leben genießen. Ich möchte wissen,
wie Holly lebt. Psst. Ein Fernglas. Mhm. Ein Eimer wäre sehr nützlich. Okay. Gut. Dann können wir hier mit dem Fernglas schauen. Oh, warte mal, hier ist immer noch irgendwas zu tun. Ja, für den Eimer, oder? Naja, das heißt, dass du jetzt was machen kannst hier, glaube ich. Bin ich der Meinung. Okay. Oder? Wie? Ne? Meinst du nicht? Ich weiß nicht, weil wir haben ja immer noch die ganze Zeit auch das Ausrufezeichen mittig quasi. Mittig links. Mittig. Ja, mittig links. Geh mal ganz kurz hier, weil hier wird man die Heckenschere mal kurz ansetzen. Okay. Ach, damit er da unten das Ding nach Fry räumt. Ja, meine Kurbel oder irgendwas. Die brauchen wir wahrscheinlich ebenfalls für. Achso, wir sind noch nicht fertig. Verstehe. Für den Brunnen. Für den Brunnen. That's right. That's right, my friend. So. Und dann gehen wir mal hier und benutzen hier mal das Fernglas mit das da. Ja, The Ring. Sieh schon wieder, warum folgt mir jemand auf Schritt und Tritt? Und hier haben wir eine Uhrzeit. Wir haben quasi 7.45 Uhr. Ich hätte eher gehofft, dass wir den Zeiger da irgendwie mitnehmen können, aber dafür sind wir bestimmt zu weit weg. Oder 6.45 Uhr eher, wa? 6.45 Uhr ist er eher. Ja, ja. Naja, wir beobachten das ja mit dem Fernglas, also so weit können wir wahrscheinlich nicht rabbeln. Das wird nicht gehen. So, dann gehen wir mal nochmal hier hin. Und... ja nur nicht bringen hier. Können wir denn hier mit dem... Nee, kann man auch nicht. Feuerzeugbenzin wäre ja Quatsch. Nee. Hier kann nichts machen. Schwamm vielleicht wegen dem Dings? Wegen dem Fenster? Jawohl! Endlich! Der Schwamm! Und wir haben 17.23. Diese Zeichnung kommt mir bekannt vor und auf ihr befindet sich eine Zahlenkombination. Sie ist sicherlich wichtig. 17.23. Okay. Die Null gibt's nicht. Mensch. Oh, was haben wir hier? Der Uhrzeiger. Schau mal. Und ein Staubsauger. Und wir haben noch den Schraubenzieher. Da schauen wir nochmal gleich, was wir vielleicht im Beutel finden. Natürlich müssen wir alle vier Schrauben aufschrauben. Was für ein... Damit sich das Spiel ja zieht. Seien Sie auch nächstes Mal in der nächsten Folge mit dabei, wenn wir einfach nur einen Staubsauger aufschrauben. Pferdekutsche. Aha. Pferdekutsche. Eine Pferdekutsche. Na, dann gehen wir mal kurz ins Wohnzimmer. Aber wir können tatsächlich noch nichts machen, weil wir das Ding noch nicht aufschrauben können. Und wir können nur beim Brunnen jetzt was machen. Aber uns fehlt doch ein Eimer. Ja, also wir können jetzt beim Brunnen, kannst du jetzt die Kordel anbringen? Also hier die, ne, Kurbel? Kordel. Nicht weiter oben oder so? Ja, es macht mehr Sinn, wenn ein Eimer dran wäre. Das ist richtig. Nee, tatsächlich ist hier... Was heißt denn eigentlich der Stern? Favorit. Aktueller Standort. Achso, okay. Aktueller Standort. Wenn man lesen kann, ist klar, Vorteil. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der Favorite. Ja, genau. Tja, was können wir denn hier noch machen? Irgendwas ist hier anscheinend noch zu finden. Der Vollmond sieht irgendwie bedrohlich aus. Fernglas? Hast du das noch? Nee, leider nicht. Vielleicht können wir die Taschenlampe... Nee. Pferdekutsche, was sollen wir jetzt hier mal machen? Schon wieder. Da war noch jemand. Okay. Aber die Taschenlampe kannst du nicht da irgendwie in die Richtung schmeißen oder sowas.
So einfach in die Büsche schmissen, so über Ace Ventura, so ist. Einfach. Verrecke! Tja, ich, nein. Es gibt ja sicherlich Entschlüsse dafür. So, pass auf, wir könnten jetzt quasi diese Puppe aktivieren und die würde uns einen Tipp geben. Okay. Wollen wir mal machen? Na, probier mal. Wow. Okay, wir müssen also zurück. Viel zu dunkel. Okay, jetzt passiert der Schnappe. Okay. Wow. Dein Ernst? Heathers Lieblingsring. Allerdings schickt er fest, ich bräuchte etwas, um es herauszuziehen. Nee? Ja, wirklich? Nee, auch nicht. Wir haben nicht, um das Ding rauszuziehen. Wir hatten schon... Oh, was ist das hier? Der Uhren... Ah, der Uhrenschlüssel! Der Uhrensohn! Wie, jetzt kannst du da... Wie? Jetzt kannst du wieder zurück zum Wohnzimmer und dann... Achso, okay. Schnurps? Schnurps, so. Exacto mundo. Und wir haben den Schraubenschlüssel gefunden, Benny. Daraufhin können wir mal schnell hier hoch. Oh, warte, ja. Wir hätten so ja noch was in dem Raum machen können. Ja. Und wozu brauchen wir jetzt ein Gitter? Es sieht dahinter ja auch aus wie die Küche. Oder ein Badezimmer oder irgendwas anderes. Stimmt, das ist der Raum, war, der neben uns ist, der zu ist. Hier wartet ein weiteres Wimmelbild auf uns. Oh, Feuerzeug, sehr schön. Das ist voll. So, hier haben wir, es fehlt die Pferdekutsche. Was? So, jetzt... Okay. Wahrscheinlich irgendeine Geschichte, der Mond stand dreiviertel hoch oder und so was. Ja, du musst wahrscheinlich das Bild, was wir vorhin zusammengefügt haben, musst du jetzt irgendwie hier komplementieren. Das heißt, der Mond stand ein bisschen höher und die Dings war so ein bisschen mittig. Die Kutsche. Was? Weiß nicht, war die so weit vorne? Nee, war schon richtig. Ja? Ich hätte jetzt so gesagt, so, ja, so. Da habe ich keine Idee, was die Sterne sein sollen. Haben wir die Zeichnung denn da oder was? Oder? Weiß ich nicht. Oh, doch, guck mal, haben wir. Ja, guck mal. Also, ja, okay. Also mittig, ganz oben, eins tiefer, ganz oben. Mittig, eins tiefer. Ganz oben. Und ganz oben, oder? Immer der zweite. Nee, das, der war tiefer und der war ganz oben. Und scheinbar hat der Mond noch nicht angehauen. Aber die Pferdekutsche anscheinend auch noch nicht. Und scheinbar muss die Pferdekutsche doch mal ins... Ja, ach. Okay, perfekt. So, und wir haben ein Pentagramm. Sternmedaillon. Es versteckt sich nicht mehr. Es stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich wagte es nicht, das Licht einzuschalten. Und ging nach oben, doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht umdrehen. So, okay, dann gucken wir noch mal kurz, was da... Ach, geht, Alter, ist das eklig. Streichhölzer haben wir. Was können wir uns noch grabbeln? Da unten rechts, den Magneten. Der Magnet. Das können wir hier, haben wir ein Flach... Was ist das? Ist so dunkel, etwas zu erkennen. Ja, das ist auch überhaupt nicht grenzwertig, in einem Schrank eine Kerze anzuzünden. Liebe Kinder, don't try this at home. Vor allen Dingen nicht bei diesen Sachen, die da rumstehen. Ja, ne? Wir haben noch ein bisschen abgewichstet Klebeband gefunden. Wunderbar. Oh, warte mal, da war noch was. Ach so, okay, verstehe. Okay. Was hätten wir repariert? Da ist der Wasserhahn. Beziehungsweise ein Wasserhahn.
Tür können wir nehmen. Können wir mit dem Spachtel hier die Ölwumse da wegmachen? Ein Stöpsel. Wunderbar. Was? Mann! Ich kann das Waschbecken erfüllen. Was? Erfüllen? Achso, du musst den Stöpsel da reindrücken. Ja. Dann ist es eigentlich zum Überlauf. Okay, noch nicht. So, aber was ist jetzt Ziel der Sache? Sollen wir uns hier ein bisschen rasieren oder was sollen wir machen? Da war gerade noch was bei den Nägeln. Ein bisschen weiter runter? Bei den Nägeln hier. Ja, da. Vielleicht Teil durchschneiden. Vielleicht die Magneten nutzen, keine Ahnung. Vielleicht auch die Kelle nehmen. Oh no. Hier, die Seife. Hier ist vielleicht sollten wir ein bisschen Seife abtrennen? Ja. Boah, so fest gegrintet, ey, dass du den Spachtel brauchst. Schön, Seife rennt ins Wasser. Und dann auf die Finger, auf das Ding da. Was ich angle nicht mit bloßen Händen eine Klinge. Na gut, okay, alles klar. Wir brauchen also eine Rasierklinge. Wer packt denn bitte in die Seife eine Rasierklinge? Das ist Wimmelbildlogik. Okay. Dies könnte nutzen, eine Pinzette. Damit können wir das Dings rausholen. Aus dem Stein. Oh, ist ja schön. Oh Gott. Klar. Er lädt. Wie er lädt. Ist definitiv kaputt. Ja, zeigt mir noch hier so ein Rädchen, wenn ich hier drauf zeige. Ja. Vielleicht kann ich mit Hilfe der Gebrauchsanweisung reparieren. Vielleicht kann ich irgendwo eine Gebrauchsanweisung. Ja. Wozu brauchst du einen Föhn in der Situation? Hallo? Das ist halt wichtig. Entschuldigung mal bitte. Ich meine, guck mich an, ich brauche keinen Föhn. Steve sieht anders aus. Ja, ich brauche einen Kamm. Meine Schwester hat sich verbalkadiert. Leider hat das nicht geholfen. Ja. So, hier ist eine Puppe. Hier ist eine Puppe. Toll. Junge Heather, meine kleine Schwester Heather. Mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben, aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass es unserer Mutter nicht gefiel. Ja, wo waren wir? Wenn sie bei den Laudius war. Aber deren Haus war wirklich einzigartig. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus und in die Stadt und kam nur selten, sehr selten zu Besuch. Dann kam ihre Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und eine Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Hertha sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin noch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Ja. Okay. Das ist aber eine tolle Puppe. Sieht aber schön aus. Ich will in das Schlafzimmer eindringen. Ich sah, wie sich der Griff bewegte. Ich traute mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte. Hilf mir noch jemand. Litt sie etwa unter Wahnvorstellung? Ja, definitiv.